Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Kanal. Damit es nicht immer nur trockenen Reparaturstoff gibt, machen wir heute mal wieder was, wie angekündigt, für die Ohren. Wir rollen heute mal eine Honda CRF 450 Baujahr 014 ab. Ganz frisches Modell, komplett Serie. Um mal zu schauen, was denn Honda für dieses Jahr denn Schönes auf die Beine gestellt hat. Ja, dann rocken wir mal los und bis gleich. So, die Messungen sind durch. Wie ihr gesehen habt, nicht schlecht. 56,0 bis 56,3, also einigen wir uns auf 56 PS. Am Ritzelausgang, sprich an der Kupplung, dient PS, ist kein schlechter Wert für eine aktuelle 450er. Ist natürlich nicht der Klassenprimus, wenn wir mal andere Motorräder hernehmen, zum Beispiel KTM. Aber wir wissen ja alle, dass 2-3 PS in der Spitze obenrum eigentlich unbedingt schneller machen. Die Fahrbarkeit ist halt auch sehr wichtig von so einem Fahrzeug, gerade im Motocross-Bereich. Und da glänzt die Honda natürlich mit einem wunderschönen, seitenweich laufenden Motor, super Drehmomentverhalten und natürlich auch gerade im Bereich für Hobbypiloten sehr zu empfehlen. Sehr gut fahrbar. Das war die Serie. Nächste Woche, 14 Tage rum, hoffe ich, haben wir dann ein Fahrzeug hier, gleiches Modell, aber mit einem überarbeiteten Motor von einem bekannten MX Masters Piloten, der dieses Jahr halt auch auf 2014er Modellen ausrücken wird. Und da werden wir halt mal verschiedene Sachen testen können, wie andere Nockenwellen und noch so ein paar andere kleine Gimmicks. Da gehen wir in die Programmierung rein, stimmen andere Auspuffanlagen ab. Und können euch dann da auch schon ein paar Sachen sagen, was halt zum Beispiel sehr gut auf die 2014er Hondas passt. Ja, ich hoffe, die Ohren haben wieder geklingelt. Ist halt noch ein Serienauspuff drauf. Der Sound mit
AGS oder anderen Ausrufanlagen sieht natürlich ein bisschen besser aus oder hört sich ein bisschen besser an. Kommt alles, also dranbleiben und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.